Willkommen zur vierten Folge von Abgespaced. In unserem Podcast geht es ja um die vielen großen und kleinen Fragen, die sich stellen, wenn wir über den Weltraum nachdenken. Wir buchstabieren einige davon mit euch und für euch durch mit unserem Weltraum-ABC. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Abgespaced, der Weltraum von A bis Z. Ein Kinderpodcast der Stiftung Planetarium Berlin. Hallo, ich bin Christine und ich arbeite bei den Berliner Planetarien und Sternwarten. Und heute nehmen ich und das Podcast-Team von Studio 3 euch mit von J über K nach L. Was fällt euch denn ein zu den Buchstaben? Vielleicht J wie... Jupiter ist der größte Planet des Sonnensystems, erst nach dem römischen... Danke. Und auch an dich ein großes Hallo, Spacey, du allwissende und dich wirklich immer einmischende Superintelligenz. Aber es geht heute gar nicht um Jupiter, sondern um einen Roboter namens Justin. Der hilft den AstronautInnen auf der Internationalen Raumstation und wir haben ihn uns mal angesehen. Außerdem fragen wir uns, wie schwer ist ein Komet? Und natürlich wollen wir wissen, gibt es Leben im Weltall? Wie ihr mittlerweile auch schon mitbekommen habt, sind bei uns natürlich auch immer Kinder mit dabei. Heute zum Beispiel Jonathan. Ich bin Joni und ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Und am Weltall finde ich sehr interessant, dass es noch gar nicht weit entdeckt ist. Niemand weiß, was im Weltall alles ist und was dann noch sein könnte und wie groß es ist und alles. Hallo, mein Name ist Naila und ich bin 11 Jahre alt. Also ich glaube ja schon, dass draußen irgendwo Leben existiert, denn das Universum ist ja unvorstellbar groß. J wie Justin. Hört mal. Das ist Roland Justin, also der rollende Justin. Der ist ein Roboter auf Rädern. Sowas wie ein humanoider Roboter. Das heißt, er sieht bis auf die Räder ein bisschen aus wie ein Mensch. Justin kann aber nicht nur durch die Gegend fahren, er kann auch Bälle fangen, er kann Kaffee kochen, er lernt sogar Satelliten zu reparieren. Die AstronautInnen auf der ISS experimentieren mit Robotern wie Justin, weil sie vielleicht künftig mal einen Roboter zu einem fremden Planeten schicken müssen, wo sie selber gar nicht landen können. Wie Justin funktioniert und was er alles kann, das hat sich Julia aus unserem Podcast-Team in Oberpfaffenhofen angesehen. Dort hat sie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik Adrian Bauer getroffen, denn der arbeitet dort mit Robotern wie Justin. Wir stehen vor Roland Justin, der zwei sehr große Hände hat. Zwei Hände, die jeweils vier Finger haben, einen so eine Art Daumen und drei, naja, so mittelgroße Finger. Die Hände scheinen irgendwie ziemlich kompliziert zu sein und sind auch wirklich überverhältnismäßig groß. Sind die das Herzstück? Die sind auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Stück des Roboters, genau. Und die Größe, das hängt auch damit zusammen, dass damals, als die Hände gebaut wurden, wurde eben in dieser Größe gebaut. Und gleichzeitig sind die Hände ungefähr so groß wie die Hände eines Astronauten in den Handschuhen. Das heißt, wir können die sehr gut nutzen, um eben mit Objekten zu interagieren, die ungefähr so groß sind, wie sie auch ein Astronaut dann nutzen würde. Was ist denn eine Sache, wofür der Roland Justin zum Beispiel eingesetzt werden kann im Weltraum? Also ein Beispiel, das wir hier jetzt haben, ist zum Reinigen von Solarpanelen. Das ist auf dem Mars besonders wichtig, weil es auf dem Mars sehr viele Sandstürme gibt. Und dann dieser rostrote Staub, der auf dem Mars eben vorherrscht, der legt sich dann auf die Solarpaneele. Die können dann nicht mehr so viel Energie generieren. Weil die Sonne nicht mehr durchkommt. Genau, weil die Sonne nicht mehr durchkommt. Und dann könnte der Justin das beispielsweise reinigen, das Solarpanel. Also der hat ja hier auch so eine Art Putzvorrichtung oder so. Sieht ein bisschen aus wie ein ja, sehr eleganter Fensterputzer oder so. Ne? Ist das dafür gedacht? Genau, damit putzt er die Paneele ab. Und wie gesagt, der ist ein bisschen größer als ein normaler Fensterputzer, einfach weil die Hände vom Roboter auch so groß sind. Können wir das mal machen? Natürlich. Okay, das machen wir jetzt vom Computer aus? Das machen wir vom Computer aus, ja. Weil Sie haben da auch so eine tolle Fernbedienung in der Hand mit so einem ganz großen roten Knopf. Und, Das ist unser Notaus. Damit können wir den Roboter komplett stoppen, falls er irgendwas tut, wo er sich selber irgendwie verletzen könnte oder wo auch jemand anderem was passieren könnte. Dann können wir da sofort draufhauen auf den roten Knopf und dann ist aus.
hier habe ich das Fenster, wo ich die Kommandos für den Roboter auswählen kann. Sagt er gerade was? Genau, er spricht auch immer ein bisschen mit und sagt, was er macht. Er wird uns auch gleich sagen, dass er es erfolgreich gemacht hat. Er bewegt sich. Einen von vier Schaltern hat er jetzt mit seinem Mittelfinger umgelegt. Das war der Schalter einfach, um das Panel zu entriegeln. Genau, jetzt sagt er uns, dass er es erfolgreich durchgeführt hat, die Aktion. Es ist einfach ein bisschen für die Interaktion, dass er sich nicht plötzlich bewegt. Das ist für einen Menschen ungewohnt, wenn er sich plötzlich bewegt, sondern dass man darauf vorbereitet ist und dass wir auch wissen, wann er fertig ist. Er streckt die rechte Hand aus und greift nach dem Panel. Greift es richtig wie mit Daumen und Fingern und zieht die Hand wieder zurück, dreht die Hand. Ja, jetzt ist was schiefgelaufen, da müssen wir kurz nachschauen, was los war. Okay, wir gehen mal hin. Justin, was ist los? Ah, okay. Das war jetzt was sagt er? Er ist der Meinung, dass er erfolgreich war. Das war jetzt hier ein Fehler von unserer Mechanik. Und zwar konnte er das Panel gar nicht drehen. Er hat es zwar richtig entsperrt, aber es ließ sich trotzdem nicht drehen. Entsperren war der Schalter? Genau. Das nennt man Vorführeffekt. Genau. Der Justin sieht ja wirklich ein bisschen menschlich aus. Also er hat einen Kopf, er hat diese zwei sehr langen Arme. Kann der denn sehen? Genau, er hat im Endeffekt drei Kameras oben im Kopf eingebaut. Er hat noch weitere unten an seiner Basis, um den Raum um sich herum zu erkennen. Und mit den Kameras im Kopf kann er Objekte wahrnehmen, kann die erkennen. Und die beiden Kameras, die er wirklich wie so Augen hat, die sind dafür gedacht, dass wenn Menschen den Roboter steuern, dann können die sich eine Virtual Reality Brille aufsetzen und dann passen die beiden Bilder, die sie bekommen, genau auf den Augenabstand von einem Menschen. Also man schlüpft quasi in die Augen dieses Roboters. Genau, genau. Und wie schwer ist der? Er ist insgesamt 180 Kilogramm schwer. Das ist aber sehr schwer, oder? Das größte Gewicht vom Roboter ist unten in seiner Basis, da sind die Computer drin und da ist vor allem eine sehr, sehr schwere Batterie ist da drin. Der Oberkörper vom Roboter wiegt da nur noch ungefähr 50 Kilo. Jetzt können wir das nochmal wiederholen. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Roland Justin soll das Panel drehen und sauber machen. Genau. So, wir bekommen jetzt einen zweiten Monitor hier hinzu. Das ist sozusagen die Sicht von Justin, oder? Das ist das, was er mit seinen Augen sieht? Genau, das ist das, wovon wir vorher gesprochen haben. Das ist, wie die Astronauten auch den Roboter gesteuert haben. Das war genau diese Oberfläche, dieses Programm. Roland Justin fährt seine Finger wieder aus und greift jetzt nach dem Fensterputzer, zieht ihn an seinen Körper, streckt den Arm aus. Roland Justin hat jetzt seine Aktion unterbrochen. Und Adrian Bauer nimmt jetzt vorsichtig seine Hand und bringt sie wieder in die richtige Position. Ist ihm was passiert? Ja, der Daumen, da ist ihm quasi eine Sehne, ist ihm gerissen. Das ist kein großes Problem, aber nichts, was wir in den nächsten paar Minuten jetzt richten könnten. Können wir ihn mal was fragen? Ja, das können wir. Allerdings kann er nur Englisch reden. Also das ist das Einzige, was er bisher kann. Deutsch haben wir ihm nicht beigebracht. Sollen wir uns noch von ihm verabschieden? Er kann sich auf Englisch verabschieden. Können wir mal schauen, wie es klingt? Also Roland Justin, vielen Dank für deinen Auftritt und wir wünschen dir gute Besserung. Tschüss. Bye bye Kids. Bye bye Kids. Tschüss Kinder, hat er gesagt. Vielen Dank, Adrian Bauer. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wenn Justin dann irgendwann mal auf einem fremden Planeten ausgesetzt wird, um diesen zu erforschen, entdeckt er dort ja vielleicht eines Tages auch genau das, wonach wir alle suchen, nämlich Leben im Weltall. Glaubst du, ob es Außerirdische gibt? Könnte ich es mir schon vorstellen. Laura hat nämlich schon so Serien damit geguckt. An kleine grüne Männchen glaube ich nicht.
Früher habe ich immer gedacht, es gibt so Außerirdische. Aber jetzt, ich weiß es auch nicht so richtig. Wie sehen Außerirdische aus? Wenn es sie gibt, dann würde ich sagen, dass sie sehr, sehr anders aussehen. Ich könnte mir alles vorstellen von den Bildern von grünen Menschen. Sie sind sehr schnell. Aber ich könnte mir auch ähnliche Wesen wie wir vorstellen. 81 Beine, 81 Arme. Oder einfach nur kleine Bakterien. Und 81 Augen. Tja, wie Aliens wohl aussehen. Grün, rot, schleimig, riesengroß. Ob es überhaupt Leben im Weltall geben könnte, darüber reden wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vorher aber wollen wir euch einladen, über Kometen nachzudenken. Ein Komet nennt man auch Haar- oder Schweifstern. Er ist ein kleiner Himmelskörper, der aus Wasser, Eis, Staub und gefrorenen Gasen besteht und meist die Sonne auf Bahnen umläuft. Der Name kommt von altgriechisch Kometes, Haarstern, abgeleitet von Koma, Haupthaar, Mähne. Komet. Komet, Asteroid, Meteorit. Gibt ja ganz schön viel, was da durchs Weltall saust. Was eigentlich genau der Unterschied ist, das wollte unser Kinderreporter Jonathan wissen und hat in der Archenholz-Sternwarte meinen Kollegen Stefan getroffen. Denn dort in der Sternwarte im Treptower Park in Berlin gibt's einen echten Himmelskörper zu sehen. Und anfassen kann man den auch. Klingt nach Metall. Wie fühlt er sich an? Sehr glatt, aber es ist trotzdem sehr hügelig sozusagen. Also der ist auf jeden Fall, sieht aus wie ein großer Gesteinsklumpen mit sehr vielen Löchern und einer sehr rauen Oberfläche. Er ist ungefähr so, ja, so lang wie mein Arm, vielleicht ein bisschen kürzer. Boah, heben kann man den nicht. Also, er ist schon sehr schwer. Wenn man dran rüttelt, dann bewegt er sich ein bisschen. Aber richtig bewegen kann man den nicht. Ist er kalt oder heiß? Kalt. Kalt. Der ist nämlich aus Eisen. Diese Löcher, die ganz großen, da wo man die Finger reinstecken kann hier, die sind tatsächlich durch Gas entstanden, als er durch die Erdatmosphäre, unsere Lufthülle durchgeballert ist, mit ziemlich viel Geschwindigkeit. Ja, wie kann er das denn überhaupt überstehen? Also ich dachte, der würde jetzt einfach in unsere Atmosphäre verglühen. Naja, dadurch, dass es Eisen ist und Eisen schmilzt er erst so bei 800 Grad Celsius, überstehen diese Eisenmeteorite das eigentlich recht gut, wenn sie durchkommen. Das Problem bei dem hier ist, das ist nur ein Krümelchen von dem Meteorit, der früher auf unsere Erde kam. Und was ist mit dem passiert? Der ist tatsächlich explodiert. Das passiert nämlich denn, wenn die so heiß werden, dann heizen die sich richtig doll auf, dann gibt es richtig viel Spannung im Material, das kennt man von Glas zum Beispiel auch, und dann gibt es richtig viel Spannung im Material und dann reißt es das Material auseinander. Und wenn es sehr dicht an der Erde passiert, dann entsteht sowas da, was da hinten auf dem Bild zu sehen ist. Wow, das ist ein ziemlich großer Krater. Genau, das ist der Beringer Krater in Arizona. Und auf dem Bild sehen wir jetzt gerade den ganzen Krater, mal als Überblick. Der ist im Durchmesser, also von links nach rechts, tatsächlich 1,1 Kilometer groß. Wow. Ja, und ganz viele fragen, was? So ein kleiner Meteorit hat so einen großen Krater erzeugt? Ich habe ja gesagt, der Originalmeteorit ist auseinandergerissen worden. Der war tatsächlich so groß wie die ganze Sternwarte hier. 30 Meter im Durchmesser haben wir berechnet. So groß wie das ganze Haus. Und deswegen ist das hier nur noch ein kleines Krümelchen. Aber du konntest ihn selber schon nicht anheben, ne? Nee, es ist sehr schwer. Ja, wir brauchen ihn, der ist so schwer, wir brauchen ihn nicht mal festschrauben. Weil du hast ja gesehen, wackelt mal. Ja, genau. Der wiegt insgesamt 287 Kilogramm. Wow. Das ist eben ein Stück Weltall, was man anfassen kann. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Komet und einem Meteorit? Das ist ganz einfach erklärbar, weil du siehst, dass hier ein ganz großer Meteorit liegt. Ja. Und der Unterschied, sagen wir zumindest dazu,
ist, ob ein solcher Himmelskörper, der kommt nämlich aus dem Weltraum, flüchtige Stoffe hat oder nicht. Weil wie sieht denn ein Komet aus? Also ein Komet hat so einen langen Schweif. Woraus besteht dieser Schweif? Ich schätze mal aus Gas und Staub. Ja. Und zu Gas sagen wir ja tatsächlich, das ist ein flüchtiger Stoff. Und wenn du dir jetzt den Meteoriten anguckst, meinst du, der hat viel oder wenig flüchtige Stoffe? Auf jeden Fall wenig. Wenig. Da ist nämlich gar kein Gas dran. Aus was besteht der hier? Aus Eisen. Ja, genau. Zum größten Teil aus Eisen. Deswegen ist der große Unterschied zwischen Meteoriten und Kometen eben flüchtige Stoffe. Ein Komet hat also ganz viel davon. Deswegen sagen wir auch, dass das ein dreckiger Schneeball. Da ist nämlich nicht nur Gas und Staub mit drin, sondern da sind ganz viele Gesteinsbröckchen drin. Da kann auch mal ein bisschen Eisen drin sein, aber hauptsächlich auch gefrorenes Wasser. So, und um das richtig zu zeigen, haben wir da ein Bild an der Wand. Wenn man nämlich hier mal um die Ecke guckt, dann sieht man ein Bild von einem Kometen. Ja, und zwar von dem berühmtesten Kometen, der nennt sich Hale-Bopp. Und Hale-Bopp war für ganz viele Erwachsene 1997 zu sehen und der hat einen extrem langen Schweif ausgebildet. Was glaubst du, wenn du so auf das Bild guckst da von Hale-Bopp, da sieht man jetzt den schönen Schweif. Wie lang wird dieser Schweif wohl sein? 100 Meter. 100 Meter? Nee. Mehr? Mhm. 2 Kilometer? Mehr. Mehr. 10 Kilometer? Boah, viel mehr. So ein Schweif kann viele Zehntausende Kilometer lang werden. Wow. Und es gibt auch Asteroiden. Was ist denn der Unterschied dazu? Die bleiben im Weltall. Und die Asteroiden, die können natürlich auch mal auf die Erde kommen, wie leider die Dinosaurier feststellen mussten. Da passiert dann auch ganz viel. Aber es sind diese drei Klassen, die wir zum Teil gar nicht so sehr unterscheiden. Zwischen Meteorit und Asteroid gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Ich habe ein Referat über Asteroiden und Kometen in der Schule gehalten und da hieß es, dass Asteroiden so groß wie ganze Länder sein können. Die können riesengroß werden. Der Mars zum Beispiel hat ja 2 Monde, unser Nachbarplanet. Und die Monde sind ganz anders zu unseren. Das sind nämlich 2 eingefangene Asteroiden. Die sehen denn so aus wie auf dem Bild da. Also einfach sehr, sehr große Gesteinsbrocken mit Kratern. Ja, große Gesteinsbrocken. Wir sagen immer sehr gerne, die sehen so aus wie eine Kartoffel. Das stimmt. Kommt ja ungefähr hin. Und wenn sich ein Planet, so ein Asteroid einfängt, dann wird es automatisch zum Mond, wenn er da bleibt. Und der Mars hat sowas zum Beispiel gemacht. Und von den Dingern haben wir schon knapp 1 Million in unserem Sonnensystem gefunden. Wow. Ja. Das ist krass. Die haben ganz unterschiedliche Namen, weil wenn du vielleicht mal Astronom wirst später oder das Hobby wählst und mit deinem Fernrohr einen Asteroiden entdeckst, was glaubst du, wer darf ihm denn den Namen geben? Ich. Ja, das ist tatsächlich eine Disziplin in der Astronomie. Was würdest du ihm für einen Namen geben? Kommt drauf an, wenn er ein kleiner ist. Joni Minimus und wenn es ein großer ist, Joni Maximus. Ja, du kannst dir tatsächlich einen Namen ausdenken. Was verboten ist, sind Schimpfwörter. Das möchten die Astronomen nicht, dass da oben ganz komisch benannte Asteroiden rumfliegen. Aber das, was du im Weltall entdeckst, darfst du benennen. Da sind ganz viele Astronomen hinterher. Das ist cool. Warum will die Kuh unbedingt Astronautin werden? Um sich die Milchstraße genau anzugucken. Habt ihr einen Lieblingsfilm über Außerirdische oder den Weltraum? Star Wars vielleicht? Star Wars, die erfolgreichste, beste, spannendste, lehrreichste Science-Fiction-Filmserie der irdischen Welt. Entschuldige, Spacey, aber das ist jetzt absolut kein Fakt, sondern einfach deine Bewertung. Wie bist du denn bitte zu diesem Ergebnis gekommen? Spacey hat alle Science-Fiction-Filme der Welt analysiert. Spaceys Ergebnis? Es gibt nichts Besseres als Star Wars.
Okay, da bin ich echt anderer Meinung. Ich bin ja Fan von E.T., diesem schrumpfligen kleinen Wesen mit dem langen Zeigefinger, der Freundschaft schließt mit dem 10-jährigen Elliot. Solche Filme mögen wir wohl, weil wir uns dann den Weltraum besser vorstellen können. Es kitzelt unsere Angst und unsere Neugier darauf, was in der großen Weite des Weltraums alles möglich sein könnte. Aber nicht nur Filme oder Bücher beschäftigen sich mit der Idee von außerirdischem Leben. Auch WissenschaftlerInnen, die forschen daran. Elvi, Leben im All. Unsere Kinderreporterin Naila hat sich mit der Astrophysikerin Monika Lendl zum Interview verabredet. Monika Lendl erforscht Exoplaneten. Das sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, sehr, sehr weit von uns entfernt. Das Weltraumteleskop Cheops, das hilft ihr dabei. Allein Monika hat bereits über 70 neue Planeten entdeckt. Und jedes Mal ist da natürlich die Hoffnung, einen Planeten zu finden, auf dem es wie auf der Erde Leben geben könnte. Monika, du bist Astrophysikerin und hast dich darauf spezialisiert, Exoplaneten zu erforschen. Wurden denn schon Planeten entdeckt, die ähnliche Bedingungen wie unsere Erde haben? Also so eine genauen Erdzwilling haben wir noch nicht gefunden. Also einen Planeten, der wirklich genauso groß ist wie die Erde, einen Stern, der genauso ist wie die Sonne, in genau der gleichen Entfernung umkreist. Aber wir haben schon einige sehr ähnliche Planeten gefunden. Also wir haben zum Beispiel schon Planeten gefunden, die ungefähr so groß sind wie die Erde und auf denen auch wahrscheinlich ungefähr die gleiche Temperatur herrscht, aber wo der Stern dann unserer Sonne überhaupt nicht ähnlich ist, sondern im Vergleich zu unserer Sonne viel, viel kleiner ist und viel, viel kühler. Aber wenn so ein Erdzwilling gefunden würde, dann wäre doch auch darauf Leben möglich, oder? Grundsätzlich kann man darauf sagen, naja, vielleicht. Ja. Es ist nämlich nicht sofort klar, ob auf einem Planeten, der so groß ist wie die Erde und so warm ist wie die Erde, dann auch wirklich Leben entsteht. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Da müssen auf dem Planeten einmal die richtigen Materialien vorkommen, ja. Dann muss sich auf dem Planeten eine Atmosphäre entwickeln, wo das Leben auch möglich ist. Also das ist etwas, sag mal so, das ist einfach noch nicht wirklich gut erforscht. Also auf wie muss so ein Planet wirklich geschaffen sein, damit sich da noch wirklich Leben drauf entwickelt. Damit Leben auf einem Planeten entstehen kann... Psst, Spacey, Naila macht doch gerade das Interview. Spacey beeilt sich. Damit Leben auf einem Planeten entstehen kann, braucht es Kohlenstoff, Wasser und Sauerstoff. Für kompliziertere Lebensformen braucht es noch andere chemische Elemente, zum Beispiel Schwefel, Stickstoff, Phosphor. Die meisten Organismen, die den Menschen bekannt sind, benötigen Sauerstoff. Aber es gibt auch Würmer, die atmen Methan. Methan, das ist das Gas, das Kühe auspupsen. Es gibt Planeten, die sind mit Methan bedeckt. Vielleicht ein Paradies für außerirdische Würmer? Ich wusste gar nicht, dass du auch witzig sein kannst, Spacey. Jetzt aber schnell zurück zu Naila und Monika Lendl. Was muss ich mir eigentlich unter dem Begriff außerirdisches Leben vorstellen? Eher Mikroorganismen oder intelligentes Leben? Naja, wenn wir uns das mal so vorstellen, wie das bei uns auf der Erde war, ja, da ist ja intelligentes Leben erst ganz, ganz, ganz jung. Ja, also es gibt schon sehr, sehr lang Leben auf der Erde und lange, lange Zeit waren das eben Mikroorganismen oder noch relativ einfache Lebensformen. Und darum kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich, wenn sich irgendwo auf anderen Planeten Leben entwickelt, dass das vielleicht auch sehr lange sehr einfach wäre. Also man müsste, glaube ich, schon sehr viel Glück haben und wirklich dann noch einen Planeten genau zur richtigen Zeit zu erwischen, wo es dann auch wirklich intelligentes Leben drauf gäbe. Gab es denn schon mal Signale oder Zeichen von anderen Lebewesen aus dem Weltall? Also soweit gab es wirklich noch nichts, was man sagen könnte, das ist jetzt ein stichhaltiger Beweis für irgendwelche außerirdischen Lebensformen. Leider. Glaubst du, dass intelligentes Leben im Universum existiert? Ich glaube schon. Das Universum ist einfach so gigantisch groß. Da gibt es nach unserem besten Verständnis jetzt auch wahrscheinlich Milliarden Planeten, die unserer Erde ähnlich sind. Schon mal von der Größe und von der Temperatur her. Das heißt, auf einigen von denen muss sicher auch Leben entstanden sein. Und das würde mich schon überraschen, wenn nicht irgendwo anders im großen Universum intelligentes Leben auch entstanden wäre. Das Problem ist nur, dass dieses Leben wahrscheinlich extrem weit von uns weg ist und dass wir es vielleicht nie irgendwie kontaktieren können. Hattest du schon einmal das Gefühl, ganz nah dran zu sein an einer großen Entdeckung?
Naja, ich glaube, ich war immer wieder schon bei sehr spannenden Entdeckungen mit dabei, wo wir viele neue Planeten entdeckt haben oder wo wir irgendetwas über die Atmosphäre von so einem Planeten entdeckt haben. So diese ganz große Entdeckung wie jetzt extraterrestrisches Leben oder so, also sowas habe ich leider noch nie gehabt. Wenn ihr das mit den Exoplaneten genauer wissen wollt, in unserer dritten Folge erzählt Monika Lendl noch mehr darüber. Und was glaubt ihr? Gibt es Leben im Weltall? Wie könnte das aussehen? Malt oder bastelt uns doch mal einen Außerirdischen oder eine Außerirdische. E.T., Alf, Chewbacca, Spock, Meister Yoda, Klingonen, Stitch, Morg vom... Spacey hatte ein paar Inspirationen für euch. Mailt uns doch mal ein Foto von eurem Bild oder eurer Bastelei an podcast@planetarium.berlin. Die schönsten Bilder, die können wir dann auf unserer Internetseite veröffentlichen. Die genauen Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um den Mond. Bis dahin, tschüss! Bye-bye, Kitty. Bye-bye, Justin. Dieser Podcast wird moderiert von Christine Linde. Musik und Sounds, Tapani Gradmann. Mischung, Schallultras, Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Abgespaced wird geschrieben und produziert von Studio 3. Anna Bilger, Julia Riethammer und Vanessa Löwel.